So. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen hier zurück an einem schönen Samstagnachmittag mal wieder. Und ja, es ist. Das fängt ja mal wieder richtig tupe an. Du hast eben die Nase staub. Tut mir leid. Da bin ich auch schon wieder. So, liebe Freunde. Allergie kickt mal wieder richtig. So, so. Wir sind hier im Turm von Xalas, meine lieben Freunde. Und ja, wir wollen uns jetzt endlich mal mit dem guten Herrn unterhalten. Denn ja, es wird so langsam Zeit. Wir haben 187 Stärke. Und wollen endlich mal ein bisschen mehr Stärke kriegen. Hier, wir haben 27 Punkte. Und leider können wir 20 Punkte davon. 20 Punkte sind 5 Stärke für uns. Das heißt, dann wären wir bei 192. Aber gut. Ist dann halt mal so. Okay. Also, meine Freunde, wir gehen gleich zu Xalas. Nach dem Intro werden wir uns erstmal noch um die Kisten hier kümmern, dass wir noch ein paar Tränke kriegen oder sowas. Und dann, ja, sehen wir uns direkt nach dem Intro. Also, bis gleich. So, ja, dann wollen wir doch direkt mal losgehen. Genau. Einmal alles soweit mitnehmen. So, herrlich. Gut. Und sind hier nämlich gar nicht abgeschlossen. Lamdorn, Quecksilber, Blutfliegenstachel und... Reiner Alkohol, glaube ich, war das gerade, was hier stand. Ja, da. Reiner Alkohol. Sehr schön. So. Dann lasst uns mal nach oben gehen. Und den guten Xalas besuchen. Ja, oder Hauding. Ja, so. Gut. Guten Tag. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Kannst du mir meine Roben verbessern? Ah ja. Saturas schickt mich. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Koristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Ja. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Ja. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet... Dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort
liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum denn nicht, du? Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Was? Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Okay. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Ja, Orkschamane. Apropos Orkschamane, der nicht mit uns redet. Wir haben schon mit einem Orkschaman geredet. Der Orkschaman hat aber gesagt, ja. Menschling hat Ort entweiht. Menschling muss sterben. Ach, gut. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Oh ja. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Ja, genau. Erstmal suche magisches... Ich suche magisches Wissen. Danke, was hast du denn hier so? Skelette beschwören, Untote vernichten. Ja, das ist super. Was? Golem beschwören. Okay. Untote vernichten, okay. Na gut. Wie komme ich eigentlich wieder nach unten? Auf dem gleichen Weg, den du gekommen bist. Schließe deine Augen. So. Ja, gut. So. Haben wir das auch schon gesagt? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Danke. Sehr herzlichen Dank. Gut. Genau, ihr seid platt. So. Genau. Ork-Schamane. Das heißt, der schnellste Weg ist, hier im Ork-Gebiet zu bleiben, weil das alte Kastell ist Richtung Steinfestung. Und das bedeutet allerhand viel. Ich war schon wieder schuld. Da bin ich wieder, aber ich muss kurz was nachgucken. Ich bin sofort wieder da. Wartet.
Bin wieder da. Ich muss nur kurz eben meine WhatsApp beantworten. Gut. Ja, ich wollte eben einmal was in dem Vordergrund haben. Dankeschön. So. Dann wollen wir nochmal. Ja, hier liegen noch ein paar Skelette. Gut, den Schlüssel haben wir nicht. Ich meine, wir kriegen einen Schlüssel von einem. Ja, den Beliak-Krieger habe ich übrigens nicht in der Welt der Verurteilten Standardversion gemacht. Weil ich den irgendwie vergessen habe. Ich war vollkommen als Magier unterwegs und ja. Den Beliak-Krieger vergessen. Also alle, die mit mir die Welt der Verurteilten Standard gespielt haben oder mir zugeguckt haben, werden es. Sie werden den Beliak-Krieger gar nicht kennen. So. Jetzt gehen wir aber erstmal dem Ork-Schamanen helfen. Jeder kennt ihn, wer Gothic schon mal gespielt hat. Und jeder findet ihn toll, weil er ein super Kerl ist. Ein super Ork-Schamane. Der tatsächlich uns nicht in eine brennende Fackel verwandelt. Das ist nämlich unser guter, guter, lieber Freund Urshak. Da hören wir schon, dass sie. Müssen wir aber schnell sein. Oh, lalalalalala. Verdammt, wann hat das Spiel zuletzt gespeichert? Natürlich. Oh, heute. Da unten beim Dämon. Okay, zwei Tempelwachen haben wir tatsächlich hier. Scheiße. Das ist ein kleines Problem. Dass wir die Tempelwachen nicht kriegen. Die Tempelwachen kommen ja noch zu zweit, ne? Also die greifen ja nicht. Urshak kommt uns ja entgegengelaufen. Das ist ja das Lustige. Urshak hat Angst vor seinesgleichen. Im Original hat Urshak keine Angst. Da kämpft er nämlich gegen die Tempelwachen. Aber ja. Hier hat er Angst und haut ab. Der arme, arme Urshak. So. Ja, Onkel Diego muss ja noch hier sein. Dann trainieren wir statt die Tränke. Trainieren wir jetzt erstmal ein bisschen Stärke. Das geht nicht anders. Wir müssen auch einmal zu Diego und sagen, Diego, gib uns mal ein bisschen Stärke, weil Tränke an sich, die uns Stärke geben. Meine Lampe ist im Weg. Gibt uns jetzt gerade gar nichts. Überhaupt nichts an Stärke. Nur Lebensenergie und Mana. Deswegen gehen wir mal zu Diego. Der müsste eigentlich noch hier chillen. Eigentlich. Einmal hier hoch. Ich hoffe mal, dass er da ist. Mal Milton war ja auch noch hier. Genau, Milton und Diego. Und Lester. Auch noch. Nur Gord ist der Einzige, der abgehauen ist. Hallo. Ja, hallo. Kannst du mir was... Ja. Genau. Gib mir mal... Ah ja, ich habe ja noch 2000 Erz, ne, egal.
Und ein L-Punkt dazu. Gut. Deine Kampfkraft ist... Komm bald. Ja, ja, ich weiß. Ich habe jetzt 193 Stärke. Ich hoffe, das reicht erstmal ein bisschen gegen die Tempelwachen, damit wir ein bisschen stärker sind. Also ein bisschen mehr Schaden machen. Weil sonst haben wir Probleme. Problems. So. Problemchen, Problemchen. Oder wir müssen ja ordentlich jagen gehen. Damit wir Urschak. Hey, Taya, hey. Na, herzlich willkommen hier beim Stream. Wie geht's? Wie steht's? Wir sind hier gerade dabei, den guten Urschak zu helfen. Aber weil es hier leider die Hardcore-Version ist, sind die Tempelwachen der Orks sind etwas heftig. Sagen wir mal so. Da müssen wir uns, glaube ich, gleich mal ein bisschen... einfuchsen. Weil Urschak flüchtet. Und ich frage mich, wohin Urschak flüchtet. So. Speichern wir natürlich erstmal. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht normal laufen. Ja, ich habe Mods drauf. Ich habe ein paar Grafikmods drauf. Und halt die Welt der Verurteilten Hardcore. Ja. Mal gucken, dass wir... Da, Urschak läuft weg. So. Aua. 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 Noch so ein Tempel. Ja, da waren es 3 statt 2. So, nochmal vernünftig. Zu der Frage, hast du Mods drauf? Ich habe Grafikmods drauf, da immer so halt den ND1DI, den Renderer habe ich drauf, dann den 4GB Patch habe ich drauf, Union benutze ich. Dann habe ich halt Gothic 1 Classic. Gothic 1 Classic. Ja, nee, ist klar. Reden und kämpfen, das kenne ich ja schon. Das geht ja schon mal. Ich muss nur überleben. Komm her. Das mit dem Überleben hat sich gerade erledigt. So. Ich habe auch leider keine einzelne Waffe mehr, oder? Zweihänder? Kann die das gar... Ich versuch's. Ah, das sind 2. Nein! Zwei sind halt super. Finde ich super. Immer wieder. Aua. Ist das super. Okay, kennst du dich mit dem... Ja, ich kenne mich damit aus. Ich spiele, wie gesagt, spiel mit dem und habe den eigentlich relativ so eingestellt, dass der... dass das Spiel relativ flüssig läuft. Das Einzige, was bei diesem Spiel sehr viel kickt, ist halt die... der Schatten. Und ich habe den Regen ausgestellt, weil der mir letztes Mal auf den Sack ging. Kann ich wieder anstellen. Ja. Ja, wir haben vergessen, die Waffe zu wechseln. Weil wir... So, Urschak. Du kommst mir ja sowieso jetzt hinterher hier vor mir.
angerannt. Wie geht das mit der Normalmaps? Die Normalmaps sind automatisch eigentlich drin in dem Renderer. Ist klar. Aua! Du verdammter Ork! Wie gesagt, reden und kämpfen, das ist super. Also der Renderer ist normalerweise... Wenn ich das jetzt... Normalerweise kenne ich das so, dass der Renderer automatisch drin ist. Jetzt muss ich gucken, welche... Ach, brauche ich ja gar nicht. Hier einfach in den Hardcore... Ordner. Textures. Irgendwo war das ja jetzt. Meshes. Info. Shader. Data. Ich habe für Gothic 2 die Alhaiva-Mod drauf zu und man kann sich ja dafür. Habe ich ja auch gemacht. Die ja, ich weiß, was du meinst. Die werden. Die wurden, wo wurden die nochmal reingepackt? Das war eigentlich relativ. War das Textures? Mein schon. Die Normalmaps müsste man. Die der Ordner, wo das Zeug rein soll, gibt es nicht. Okay, soll man erstellen. Hab nun gemacht, aber wo sehe ich da den Unterschied? Okay, warte, da gucken wir mal gemeinsam. D3DL ja, so. Genau, es gibt ja Normal Maps Original Zip, Alhaiva Zip und Dings. Textures Replacement Normal Maps. Aha. Okay. Bei der Version von WoG sind die normal, sie müssen manuell installiert werden. Okay, das heißt, ja, Textures, dann muss ich den Ordner reinmachen und da die Normal Maps. Was da jetzt der Unterschied ist, weiß ich nicht, aber anscheinend soll dann, wenn du das Spiel startest, müssten diese Normal Maps geladen werden. Das ist dann so ein kleiner Ladebalken, das hatte ich auch schon mal. Und dann hast du verbesserte Texturen. Ja. Ich habe diese Dinger noch nicht, habe das noch nicht ausprobiert. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert. Aber jetzt, wo du das sagst, würde ich das mal ausprobieren, ob man da jetzt einen Unterschied sieht. Wir können es ja mal machen. Dafür werden wir einmal mit... Haben wir Gothic hier? Gothic. Aber wir speichern einmal. Auf, ja, haben wir eigentlich schon mal gerade eben schon einmal gespeichert, aber wir machen jetzt einmal hier Gothic beenden. Jawohl. Dann machen wir mal die Bildschirmaufnahme an. Jawohl, danke. So. Replacement. War doch richtig jetzt gerade, oder? Das ist natürlich blöd.
Künstlich replace. Hallo. Replace. Replacements. Ja. Da rein und dann sollen wir den Normal Maps da mal reinmachen. Den haben wir nur 215 MB. Kann man ja mal eben schnell machen. So was wollte ich jetzt nicht haben. Dann warten wir mal eben kurz und dann tragen wir das nochmal ein. Und dann müsste der eigentlich das laden, weil bei WoG ist diese. Sind die Normal Maps deaktiviert. Müsste sie manuell installieren. So. Wird in angeblich in 40 Sekunden geöffnet. Das können wir einmal gemeinsam machen, so nicht. Können wir auch nebenbei einmal die Alhiva downloaden. Dann können wir vergleichen. Wir haben das Spiel ja gerade normal gesehen. Und was macht meine Katze da? Zeig euch das mal. Könnt ihr das sehen? Ne, da ist mein Lenkrad vor. Das ist natürlich doof. Tut mir aber meine Hunde schlafen und im anderen Körbchen liegt meine Katze, die jüngste, und macht sonst irgendwas. So, wie weit ist er mit dem Download? Okay. Wenn der es einmal sieht, hier unten. Der Download gerade. Die Alhiva-Maps werden gerade auch geladen, sehr schön. Ja, Windra, ne? Ist ja klar. Dann haben wir das hier. Normal Maps Original. So. Laut der Beschreibung sollen wir dieses Ding da rein tun. Das heißt, wir öffnen das jetzt mal. Haben wir hier. Machen wir das jetzt da rein. Und dann gucken wir nochmal, dass das hier vernünftig, ob sich da jetzt was geändert hat. Hallo Ibel, wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen beim Stream. Die Talia hat uns was gefragt und jetzt wollte ich mal gucken, ob es da wirklich einen Unterschied gibt, wenn wir die Normal Maps installieren. Vielleicht weißt du das ja auch. Ob es da jetzt einen Unterschied gibt. Wenn man die Normal Maps da installiert. Du alter Gothic-Kenner. Nee, weißt du nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob sich hier jetzt was geändert hat. Oder ob sich das Spiel hier komplett abschmiert. Ja, also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, da, Enabled Normal Maps, die kann man ja sogar ausschalten. Aber bis hier hat sich noch nichts geändert. Okay, dann wartet mal. Ja, dann wir haben ja noch die Alhiva. Die haben wir ja auch noch. Und
Warte, hatte ich schon. Was hattest du schon? Normalmess installiert? Hat sich da was geändert? So. Gute 40 Sekunden noch, dann haben wir die El-Haiva und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie noch welche Veränderungen sehen. Die gibt es ja nicht umsonst. Die Normal Maps. Ich glaube, die sind nur für die Mods. Ah, das glaube ich nicht. Weil ich steht ja extra hier beschrieben, dass die Normal Maps hier manuell installiert werden müssen. Und ah, nee, ist klar. Ja. Ja. Installation. So, hier, wartet mal, wo ist es denn? Versionen. Ja, XT, bla bla bla. Spenden. Gut. Du kannst wieder. Was? Was war denn noch? Oder sind in den falschen Ordner? Überprüfe. Okay, falschen Ordner, das ist schön. Na, ich meine. Aha. Die El-Haiva hat zum Beispiel, wenn ich das runterlädt, komplett überhaupt keine Unterordner. Also wenn ich jetzt da so gucke, nee, da ist nichts. Normal Maps El-Haiva. So. Dann würde ich mal sagen, Steuerung A und alles da rein. Das war natürlich jetzt doof. Das war dumm. Abbrechen. Nein, will ich nicht. Danke. Das sind die Normen mit übrigens. Die werden so angezeigt. Machen wir mal A, entfernen. So. Machen das. Wir nennen das einfach mal nur Normal Maps. So. Steuerung A, Steuerung B. Abbrechen. Danke. So, jetzt darf das gerne einmal da reingesetzt werden. Wieso kein Spine? Weil die Hardcore-Version bei mir dauerhaft abschmiert. Wenn ich die Hardcore-Version über, also die Welt der Frühzeiten Hardcore-Version über Spine installiere, dann kann ich das Spiel noch nicht mal komplett normal. Ja. Überhaupt nicht. Da bin ich ehrlich. Knallhart ehrlich bin ich da. So. Haben wir aber hier mal ordentlich. Hoppala. Das ist. Ne? Also Spine benutze ich. Ja, ich benutze Spine. Finde ich echt richtig super, Genau, gewisse Mods vertragen es, meine ich. Richtig. So. Nein, ich möchte kein neues Spiel laden. Ich möchte dieses nette etwas hier starten. Aber selbst da erkennt man keinen Unterschied. Komischerweise. Ja, schade. Keine Ahnung, warum diese netten
Sache nicht funktionieren. Ich habe das jeweils immer normal gespielt. Also habe da nie normal Maps reingemacht. Also, Urshak, wo läufst du hin? Ja, Urshak ist ja jetzt von den Jungs weg, aber ich muss die Ochse eigentlich töten, sonst redet der ja nicht mit mir. Und jetzt versuchen wir mal die netten Orks hier einzeln zu bekommen und nicht in der Gruppe. Wir haben jetzt gespeichert, dass Urshak eigentlich in was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe gerade den kommt her! Er fängt an zu regnen. Ja, komm her. Aua! Komm her, Großer. Nein, wo kommt der denn jetzt? Aua, 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 aua. Ja, nee, ist klar, der kam von hinten. 2K Leben. Ja, es ist die Hardcore-Version von Buddy Goss und ja. 2000 Lebenspunkte. Deswegen. Könnte mal ein bisschen heftig werden. Wie gesagt, am Anfang, ich kann immer schön das beste Spiel ever geben. Was heißt das beste Spiel ever, aber. Ja, aua, der hat mich tatsächlich getroffen. Aua, ich hasse es. Urshak. Der hat mich tatsächlich noch getroffen. Ich muss diese verfluchten. Ich muss tatsächlich diese Halt, stopp. Urshak, wo bist du? Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Das bringt mir aber nichts. Der läuft da ja sowieso wieder hin. Wenn ich jetzt mit ihm rede. Er denkt jetzt sicher. Ja, nee. Oh, ein Tempelwächter. Einer. Wollen wir mit dem Einhänder versuchen. Einhänder ist ein bisschen schneller. Ein bisschen. Komm her. Einzeln bitte. Danke. Ah, komm. Nein. Aua. Oh, komm. Den ersten haben wir schon. Jawohl. Weiter. Weiter, 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 weiter. Komm, 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 komm her. Ich weiß, ich weiche ziemlich viel aus. Aber so geht's. Uschburda. Das Herz einer Bestie. Wo Urshak. Ja. Lauf, Mann, Urshak, lass mich bloß in Ruhe. So kommst du von selber wieder. Uschburda. Das Herz einer Bestie. 55 Schaden. Ich will gar nicht wissen, was die für Sets haben, diese Viecher. So, eben ein bisschen heilen, heilen, heilen. So.
Speichern, bitte. So. Eben mein Amulett wieder an, normal anlegen, damit ich wieder rennen kann. Dankeschön. Ich möchte gerne auch mit der Waffe rennen können. So, speichern. Wo ist der dritte? Waren drei. Kann natürlich auch sein, dass der dritte da runtergefallen ist. Das. Okay. Waffe wechseln. Orkhammer. Ja, der Ork ist tatsächlich darunter gefallen. Ich glaube, wir hätten erst den Ork töten sollen. Ja, gibt es irgendwie eine Falloption, dass ich da jetzt keinen großen Schaden nehme? Natürlich wahrscheinlich jetzt nicht. Verdammt! Ich will die Erfahrungspunkte haben. Schnell die Waffe wechseln. Jetzt holen wir uns den Steingolem. Sehr schön. So finde ich das super. Steingolem, ein Herz, Dunkelkraut und Herz eines Steingolems. Kriege ich jetzt bei jedem Steingolem dieses verfickte Herz. Nachdem ich jetzt das zweite Mal ein Steingolem kriege, Steingolem-Herz kriege. So, zack. Urschak, mein Freund, wo bist du? Ich möchte mit dir reden. Ja, schade, dass die Normal Maps nicht funktionieren, Taya. Weiß nicht warum. Ja, 7 Stärke fehlen mir noch, ich weiß. Für dieses Schwert, was 200 Schaden macht. Nee, 210 sogar, ne? 210 Schaden bei 200 Stärke. So, Urschak, da bist du ja. Komm her, mein Dank Freund. Schulden, Fremder. Wer? Diese Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Ja, weiß ich. Hab ich wohl gemerkt. Wer bist du? Name Urschak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Ja, vielleicht findest du ja eine Antwort im Forum. Weil ich persönlich... Ich weiß noch, wo ich das erste Mal den Render installiert habe. Da kannte ich Spine noch überhaupt nicht. Da wurde mir immer angezeigt, dass da Normal Maps geladen wurden. Ja, anscheinend nicht mehr. Ich kann natürlich auch noch mal in der Spine-Version nachgucken. Ne? Vielleicht hat es ja mit der Clockwise Edition zu tun. Weiß ich nicht. Aber ich habe die Clockwise Edition gar nicht. Also auch hier jetzt nicht. Die habe ich nur auf Spine benutze ich die. Ja, woher kannst du unsere Sprache? Woher kannst du unsere Sprache? Urschak gewesen, Sklave bei Menschen in Nina. Oh. Sein gelaufen weg. Seien viele Winter her. Okay. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine?
Mine gewesen mit Dorf im Kessel darüber. Ja, das ist eindeutig die neue freie Mine. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak gefallen in Ungnade, haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Ja, ist er auch so. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urshak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Genau. Genau das hat er gemeint. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein tot und lebendig. Sein beides. Ja, Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Aua. Wie super, wenn man tot ist, ne? Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Oh, armer Urshak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremder retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karten nicht bemalt. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Weil wir... Erstaunlich, du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Weil wir ja, in früheren Streams haben wir ja hier, Redford und Drax eine übergehauen und Redford haben wir eine Karte gegeben von der vom Minental. Die haben wir natürlich wiederbekommen und jetzt hat Urshak uns unsere Minenkarte, also unsere Karte, unsere Kolonienkarte erweitert. Sehr schön. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Ach, sowieso. Alle Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer, dann Fremde sterben. Okay, dann muss ich das irgendwie anders machen. Okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Ah, ja, nee, ist klar. Ja, weiß ich ja. Ulumulu. Wir wollen Ulumulu haben und dafür müssen wir Feuerwarane, Trolle, Schattenläufer etc. jagen. Das macht richtig Spaß. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremder gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, das mit dem Nicht-Sterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sein in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Der ist immer noch krank. Aber hier, ich weiß, wo du bist. Was? Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urshak danken, Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak.
Front nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Das ist gut. Ja, gut, wie geht's dir, mein Freund? Wir haben gerade mit ihm geredet. Wollen wir dich fragen, wie es ihm geht? Er sagt, er ist traurig. Der arme, arme Urshak. Armer Ork. Ja, der arme Ork. Gut. Dann wollen wir doch mal zurück. Ja. Halt, stopp. Genau, wir müssen jetzt erstmal zu Xardas. Xardas hat gesagt, wir sollen mit Urshak reden. Und dann sollen wir wiederkommen. Das war die Aussage von Xardas. Und dann müssen wir da in die freie Mine. Wir müssen uns ein Ulumulu machen lassen. Dafür müssen wir in die freie Mine mit dem Ork reden. Und der Ork sagt uns, was wir jagen müssen. Und dann müssen wir wieder in die freie Mine. Alles so. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Orkstadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Jawohl. Genau so. Ja. Wir brauchen erstmal ein bisschen Mana. Dafür können wir auch ein paar Pflanzen essen. Wahnsinn. Da. Ein paar Blutbuchensamen. So. 5. Oh ja, Autoself-Speicher. Ja, Teleport zu dem Wasserhang. Da muss ich hin. Und da möchte ich jetzt auch hin. Geh zur Seite. Ach, weißt du was? Halt deinen Mund, Saturas. Mit dir redet das niemand. Mir nicht noch mal. So. Jemanden, und du bist man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Naja gut, also es kann schon aber sein. Aber für dich, weil muss ja also, gleich klar, dass das Ärger geht. Dankeschön für dein Follow, Taya, aber warum geht meine Dings nicht? Was ist da los? Wäre natürlich jetzt lustig, wenn meine Alert-Box aus ist. Aber nee, tatsächlich nicht aus. Wartet mal. Ja. Da, Eigenschaften. Warum hat die nicht ausgelöst? Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Was soll das? Dreamlabs? Da muss man immer extra in Streamlabs rein. Was soll denn das? Oder hat sich der Key geändert? Das wäre natürlich richtig beschissen. Das wäre natürlich jetzt richtig doof, wenn der Key sich geändert hätte. So. Ereignisfilter, ja. Kopieren. Kopieren. Steuerung. Au. Okay. Ja, dass ich jetzt gefollowt habe, kann nicht sein. Das war ein Test. Dann, ja. Das funktioniert.
Aber der Ton ist nicht da. Normalerweise müsste da eine Ausgabe auch noch kommen. Folgt. Eigentlich müsste hier... What the fuck? Warum? Uploads. Warum ist das nicht mehr hier vorhanden? Nie, Greg, Urax. Hallo? Warum ist die Aufnahme nicht mehr vorhanden? Ach nö, du. Hallo, du. Was ist das? Ach nee, du. Ging die ganze Zeit. Das finde ich gerade richtig doof. Normalerweise müsste ja dann Sound. Eigentlich müsste ja Lord André Join haben, ja. Warum hat er das nicht? Warum habe ich die Aufnahme überhaupt nicht mehr? Das wundert mich ja. Crossing. Command. Dann muss ich einmal Gothic Sounds gucken. Gothic 2. Guck mir mal nach André. André. Join. So, schauen wir mal gucken. Martin, der Proviant. Nein, nix, Martin, der Proviantmeister. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Ja, das weiß ich. Der Schmied hat mich als Lehrling aufgenommen. Ja. Ich bin der Lehrling des Alchemisten. Ja, das ist mir auch klar. André Join. Ich bin bereit. Ja, super. Ich werde mich an meinen Teil der Dankeschön. Aber häng die Sache nicht an. Ja. Wartet kurz. Dann bist du also Bürger von Corini? Ja, nee, ist klar. Oh. Harad, ich kenne ihn. Ja, Harad ist schön. Wir haben nicht gerade viele. Junge, welche war das denn jetzt? Dann verstehst du also was. Dann soll es so sein. Willkommen bei der Miliz. Danke. Öffnen mit. Wartet.